Guten Morgen, liebe Leute. Es ist ein düsterer Herbsttag. Ich habe auf dem Palettensofa schon eine Stunde gearbeitet. Jetzt fahre ich zu Tanja, denn falls ihr meine englischen Vlogs anschaut, wisst ihr, Tanja und Kiwi wohnen nicht mehr hier. Und heute ist mein Restday, an den gehe ich gerne laufen, aber ich möchte nicht allein laufen. Deswegen fahre ich jetzt zu Tanja, wir schauen uns ihre Wohnung an und ich hole Kiwi ab. Ich denke mal, so Leute, die jetzt zum Beispiel das Video, das hier zum ersten Mal sehen, die hören dann sowas. Ich will nicht alleine laufen, deswegen fahre ich zu meiner Ex-Freundin, um Kiwi abzuholen. Die sind so, hä, du holst bei ihr eine Kiwi ab, um mit der laufen zu gehen, damit du nicht alleine läufst? Kiwi ist Tanjas Hund. What? Ihr wisst ja, meine Treadmill von meinem Treadmill-Desk ist leider kaputt, aber es ist Gott sei Dank noch unter Garantie und ich bekomme eine neue sehr bald. Naja, was heißt sehr bald? Ich habe die kontaktiert und die meinen, ja, wir rufen sie in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche an. Und ich glaube, die nächste Woche ist schon vorbei und ich habe immer noch nichts gehört. Man muss sich jetzt schon so warm anziehen, ey. Es ist arschkalt. Wir haben 8 Uhr und es ist 7 Grad. Und aber was heißt das hier immer? Unhealthy air quality for sensible groups. Was soll das heißen? Und wieso ist das nicht bei Sydney, Los Angeles, London oder anderen Großstädten, wo die Luft noch mehr verpestet ist? Selbst in München wird es angezeigt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Jemand meint auf Instagram, fahr am besten jetzt nur noch mit so einer Maske rum. Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Wo bist denn da? Wo bist du denn? Und was macht die? Ach so. Das ist das Wichtige, oder wie? Oh, ich habe den Fehler gemacht. Durch den Tiergarten gefahren und da sind überall diese Wassersprenkler. Mein ganzes Fahrrad und mein Rucksack ist auch voll dreckig. Ja, ich bin auf dem Großen gefahren. Ich weiß auch nicht, Berlin, wieso habt ihr die Wassersprenkler noch im Herbst an, wenn es richtig kalt ist und heute regnet es, morgen regnet es, so wieso? Einfach nur, um die Fahrradfahrer zu ärgern? Kiwi hat fertig gespielt, denn Kiwi, dein Spielzeug ist so laut, da kann man nicht vloggen. Und tada, Tanjas Wohnung sieht, aber ist echt groß. Also ich dachte, wenn alles, also fast alles steht ja schon, dass es dann klein wirkt, aber das ist ja nur ein Zimmer, aber das Zimmer ist einfach echt groß. Sieht schon mega nice aus. Der Boden ist schön, die Möbel sind schön, deine Sachen sind schön, die Küche ist schön. Spülmaschine hast du auch. Ja, ist voll praktisch. Also ich werde es wahrscheinlich nicht so benutzen, aber einfach hier, wenn man mal das richtig sauber macht. Der Grund, wieso ich eigentlich nur da bin, ich wollte nicht allein laufen. Deswegen nehme ich eine Kiwi mit. Ich hab mir so gedacht, die Leute, die zum ersten Mal gucken und ich dann immer sowas sage, so, ich will nicht allein laufen, ich hole die Kiwi ab. So, was sollen die denken, oder? Naja, viel Spaß mit deiner Kiwi. Die ist noch nicht reif. Ich esse nur reife Kiwis. Hier ist dann das Schlafzimmer. Ich gebe euch mal eine kleine Roomtour. Badezimmer. Ich dachte gerade, mein T-Shirt ist nass, aber das ist der Schatten von dem Tripod. Riesenspiegel. Schön matching colors. Was fehlt jetzt noch? Ich hätte gerne noch einen Tisch oder einen Badlesen oder irgendwas, wo ich auch dran arbeiten kann. Ja. Was macht der Wasserkocher dann für abgespacete Farben? Das ist cool. Wie? Das verändert auch die Farbe je nachdem, wie warm das Wasser ist. Und er zeigt dir an, wie viel Prozent? Oh shit, nee, oh, was habe ich? Oh, das ist Touchscreen? Ja. Er zeigt dir an, wie warm es wird. Also, du kannst sie einstellen. So ah, cool. Aber dann, du kannst sicher die Geräusche ausstellen, weil die sind ja ultra nervig. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Und Küche ist schon alles eingeräumt? Ja. Gewürze. Weiß nicht genau. Ja. Staples. More staples. More staples, more staples. Fruit rack. Wieso benutze ich nur englische Begriffe? Und wie geht das hier auf? Ja. Ah, so. Und das ist cool, weil das ist anscheinend eine Waschmaschine und ein Trockner in einem. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das ist die Zukunft, Leute, weil wieso zwei so fette Maschinen haben wie ich aufeinander, wenn das auch in einem geht? Also das ist ja wirklich, oder? Waschmaschine und Trockner, hast du schon mal benutzt? Nee, noch nicht, aber hier haben wir so normal trocken, schon trocken Flüssen. Also hier ist trocken, ja. Und das ist waschen. Also ja. Mega cool, ey. Blattsparend. Das ist auch mega cool, dass das so eingebaut ist. Ja, echt nice. Und hast du dir schon überlegt, die Poldenstange? Ja, ich glaube einfach mit. Tada! Lampen kriegt sie auch noch. Oh, ein Glückwunsch! Dann hier die Vorhänge. Ja. Wird jetzt richtig dunkel, oder? Ja, denn hier in der Nachbarschaft, also es ist eine mega schöne Aussicht. Viel Grün, quasi gleich im Tiergarten. Aber das ist das Haus, oder? Das große. Ja. Da sind so pinke Lichter. Glaubst du, das ist irgendwie ein
Bordell oder sowas? Ich bin gestern dann vorbeigelaufen. Irgendwie sieht es aus wie ein Treppenhaus, aber ich weiß nicht. Pinke Lichter im Treppenhaus? Ja. Kiwi, pinke Lichter im Treppenhaus? Pinke Lichter im Treppenhaus? Okay, also die Kiwi nehme ich mir mit, Tanjas Hund. Und wir gehen jetzt laufen, erkunden deine Nachbarschaft. Denn Tanja wohnt quasi im Tiergarten auf einer anderen Seite, die ich noch nicht kenne. Und let's go. Oder soll ich dir noch bei irgendwas helfen? Ich trinke noch meinen Cold Brew. Stimmt. Ich habe noch ein paar Sachen für dich. Ach ja, der Wasser. Tada. Ah, genau, der Wasserfilter. Ja, da helfe ich dir noch. Okay, also ich helfe jetzt Tanja noch mit ein paar Sachen. Wir chit-chatten und dann gehen wir Tanjas Nachbarschaft erkunden. Was ihr schon gesehen habt in meinem englischen Vlog, und das habe ich da auch schon gemacht. Ja, ich zeige euch andere Sachen. Wie crazy lang meine Haare geworden sind. Aber morgen kriege ich einen Haircut von Tanja, aber sie schneidet mir nicht hier oben, sondern nur die Seiten. Und wir schauen mal, wie mir so ein Undercut, nennt man das, steht. Okay, ui. Bist du bereit zum Laufen? Na los! Wie hübsch der Herbst ist, oder? So peaceful. Kiwi, ich komme nicht drauf klar. Wie schön ist es hier, oder? Schau dir mal diese Farbe an. Schau dir mal die ganzen Blätter an. Das ist so eine kurze Zeit nur, wo der Herbst so ist. Und bald ist alles kahl. Aber ich finde die Zeit immer so magisch. 4 Kilometer im Run und wir gehen jetzt wieder zurück. Wir brauchen ungefähr noch 2 Kilometer, also ein guter 6 Kilometer Run. Gehen wir mindestens für 5. Und meistens sind es immer so 5, 6 oder 7. Aber nicht mehr, denn sonst beeinflusst es mein Beintraining kontraproduktiv. Wenn ich 6 Kilometer laufe, läuft Kiwi immer mindestens das Doppelte, also 12. Denn sie läuft hin, her, zurück, hier, dies, das und weg. Ich glaube, es nicht aussieht wie eine grüne Wiese, aber es ist, ja, ich würde es nicht als Wasser bezeichnen, Gülle. Fünf Kilometer und ein bisschen. Und so bin ich gelaufen. Oh, das sieht aus wie ein Hakenkreuz. Und ihr wisst ja, dieses Wochenende ist Wedgefest in London, wo ich hingehe. Und ich habe ein bisschen runtergeschreddet, damit ich, weil ich werde ja viele Bilder mit euch, wenn ihr da seid, oder mit anderen Followern machen, damit ich nicht so, weil ich setze hier das meiste Fett in meinem Gesicht an. Und ich habe dann diese Babybacken. Und ich möchte nicht auf 300 Bildern haben. Deswegen war ich die letzten 2 Wochen im Kaloriendefizit und bleibe im Defizit bis zum Wedgefest. Und versuche auch da im Defizit zu bleiben, nicht zu viel Salz zu essen. Denn wenn ich zu viel Salz esse, dann schwelle ich sofort innerhalb von ein paar Stunden an. Ja, ich komme da einfach so typisch Bodybuilding mit meiner Tupperdose. Bohnen und Reis. Und nee, ich nehme einfach das Cleanste. Possible. Dieser Rucksack ist so praktisch. Tanja hat die Bohrmaschine sich ausgeliehen und sie hat es nicht in ihren Rucksack bekommen. Passt in kaum meinen Rucksack, aber in den easy rein. Man muss das ja nicht so umknicken. Man kann aber hier den Reißverschluss zumachen. Hallberg, ich verlinke euch den mal unten drunter. Ich liebe den. Aber der ist wirklich groß. Wenn man den offen lässt, dann sieht es ein bisschen bescheuert aus, weil dann wirkt er so riesig. Wenn man den umklappt, ist er nice. Aber man kann so viel damit transportieren, aber nur, dass ihr wisst, riesengroß. Ich liebe es, denn wenn ich viel einkaufe, kriege ich einfach alles rein. Der Rucksack ist einfach schwer, aber der hält gut und der ist bequem. Und das ist mir immer wichtig, dass man viel reinkriegt und die Hände möglichst frei hat. Und er ist minimalistisch. Klein. Genau, er hat noch einfach da drin, was ich quasi nie benutze. Ich finde es so nice. Einfach und schmeißt einfach alles rein. Und mit diesen ganzen Mini-Fächern organisieren, dann ist man so, wo war jetzt was? Die ganze Zeit ist man nur im Reißverschluss hier einmal auf. Und ich mache den Reißverschluss meistens gar nicht auf, sondern schau. Lass den meistens auf. Oh, sorry. Lass den meistens auf. Mach hier nur, klapp ihn nur so um. Und weil es kann ja nichts rausfallen, weißt du? Und dann muss ich nur. Zack, zack, zack. Ich bin so ein guter Verkäufer, oder? Nur für. Ich weiß gar nicht, wie teuer der war. Ich glaube, der war nicht so teuer. Und. Oh, ich fahre jetzt nach Hause. Post-Workout mir arbeiten. Dann heute ist Montag. Ich gehe mit Philipp einkaufen. Schaut euch mein Fahrrad an. Es war so sauber. Doch jetzt. Geduscht und Trauben. Oh, bestes Leben. Was soll ich zum Frühstück machen?
Nice Cream? Werde ich es bereuen, weil es zu kalt ist? Nein. Oh, wow. Das sieht so lecker aus. Falls ihr euch fragt, unten drunter, ich habe braune Reiswaffeln reingecrackt. Mit ein bisschen getrockneter Aprikose von Koro. Dann Tahini, aber nur weil das Tahini wirklich gar nicht bitter ist. Oh mein Gott, ich habe das hier vom Türken gekauft, von Bolu. Und es ist wirklich leicht süßlich, das ist so lecker. Also leider von Koro Drogerie. Das ist auch gut und in deftigen Speisen, wenn das so in der Soße drin ist, dann schmeckt man das nicht. Aber wenn man es einfach so isst, so auf Maiswaffeln zum Beispiel, dann schmeckt es relativ bitter. Und das hier vom Türken gar nicht. Also wenn es zu Tahini kommt, werde ich jetzt, denke ich, immer nur das kaufen. Und dann einfach meine Classic Nice Cream, gefrorene Beeren, gefrorene Bananen, ein Scoop Vivo Life Perform, ein Scoop Maca, Kakao und Karob und für die Toppings gepufften Amaranth, geschälte Hanfsamen, Soja Crispies, die habe ich auch von der Koro Drogerie, und gesundes, relativ gesundes Granola. Das ist von Kellogg's und nein, soweit ich weiß, Kellogg's gehört nicht zu Nestle. Und das ist Vollkorn und zuckerfrei mit Dattelpasta und nur ein bisschen Öl, also ziemlich clean. Und schmeckt einfach super crunchy, genauso wie die Soja Crispies, nur hat halt mehr Eigengeschmack. Und auch sehr viel Süße wegen den Trockenfrüchten und so. Und dann noch ein bisschen Sojamilch, damit es alles so, ja, cremig wird und einweicht. Komisches Frühstück, denkt ihr euch vielleicht? Ich finde es super lecker. Und mit den braunen Reiswaffeln unten, das mache ich eigentlich nicht, sondern ich esse das immer danach, dass ich Reiswaffeln nehme, braune Reiswaffeln, dann Peanut Butter oder Tahini drauf und die getrockneten Aprikosen. Aber ich mache heute alles mal zusammen, wieso nicht? Und noch zwei Paranüsse für mein Selenium. Selenium? Selen, immer dieses Englisch. Und als Snack noch ein paar geröstete Kichererbsen. Mit BCAAs, nicht weil ich irgendwie was von BCAAs halte, sondern weil Tanja mir die geschenkt hat, sonst hätte ich auch die Vivo BCAAs. Aber die will sie nicht und die schmecken einfach lecker, süß und deswegen ist es für mich wie eine relativ gesunde Limonade. Und da lässt sich das Defizit gleich viel leichter durchhalten. Ich nehme auch nur so ein ganz bisschen, wirklich nur wegen dem Geschmack. Nicht wegen der Wirkung oder so, sondern Aminosäuren habe ich ohne Ende. Cheers! Ihr braucht unbedingt BCAAs für Muskelaufbau. Ohne, das geht gar nicht. Genauso wie geröstete Kichererbsen. Jede 5 Minuten eine, damit ihr die Proteinsynthese ankurbelt. Okay, 5 Minuten wieder. Spaß! Was für ein nasty Wetter, oder? Herbst ist angekommen. Bro, ich hab alten Merch für dich. Oh, sick! Weißt du noch, da hat's angefangen, das ist der alte Merch. Und jetzt habe ich einen anderen Print-on-Demand-Anbieter und das T-Shirt hast du in einer anderen Farbe. Willst du haben? Ja, klar. Auch in L. Und dann war jetzt noch das T-Shirt, das ist das aus Polyester. Okay. Sick! Aber Bro, ist der alte Merch. Ich hoffe, ist okay. Ist okay, Mann. Nice. Das ist eigentlich 1.0, man. Es gab noch 0.5. Das war das. Ja, genau. Stimmt. Davor, ich habe sogar noch ein T-Shirt davor. Das war einfach so ein VS-Symbol für V-Gain Strength. Und das sah einfach nicht so nice aus. Ich habe noch ein T-Shirt davon. Genau, das war noch mit diesem Affen. Ich zeig's euch später. Mit den Chakren der Affe, der war cool. Und der mit der Langhantel, der war nicht so cool. Aber hey, Credits an mich. Ich habe es alles selber gemacht. Ich habe da auch gerade erst angefangen so mit Design und war da neu dazu. Und dafür, dass es mein erstes Design war und das ist ja sehr komplex, sieht gar nicht so schlecht aus. Kann man gut vergleichen mit dem ersten Bro-Bro-Design mit dem Löwen. Der sah auch ziemlich so, ja, amateurmäßig aus. Ich zeige es später, wenn wir zurück aus Kaufland kommen. Und rest in peace, Tanja. Sie kommt nicht mehr mit, denn sie wohnt ja jetzt weiter weg. Aber gleich, wo sie wohnt, sie wohnt echt in einer coolen Nachbarschaft, gleich quasi im Tiergarten, hat einen Kaufland gleich um die Ecke. Ich habe gestern Bilder ausgecheckt, der sieht auch ziemlich gut aus. Ein riesen, also wirklich ein riesen Asian Store. Den will ich unbedingt mit dir zusammen auschecken. So eine Shopping Mall, wo ein großer Edeka drin ist und so weiter. Ja, also sie kann sich nicht beklagen und sie muss halt jetzt mit dem Fahrrad fahren. Aber der Kaufland ist wirklich nur die Straße runter. Warst du schon mal in Moabit, Kaufland? Ja, genau. Und werde ich mal auschecken, weil da ist auch gleich ein McFit, Turmstraße. Und dann checken wir das mal zusammen aus in einem zukünftigen Vlog. Deswegen subscribe, schaut meine englischen Vlogs, ihr wisst Bescheid. Das Wetter ist scheiße. Gott sei Dank war ich heute so früh laufen, da war es noch trocken und schön. Aber ich wurde trotzdem nass wegen diesen Scheiß. Bro, wieso haben die Wassersprinkler im Herbst an, wenn es heute regnet? Wieso? Keine Ahnung, Mann. Ich bin durchgefahren und mein ganzes Fahrrad ist jetzt dreckig. Ja. Deswegen, ich muss bei Kaufland kurz Zeug kaufen. Ich glaube, ich overshare hier gerade. Letztes Mal habe ich die gekauft und die haben ja eine ultra komische, nicht ästhetische Form.
Philipp hat jetzt die hier entdeckt und sie sehen einfach noch komisch aus. Es ist Hogcrab, da sind doch Eier drin. Handspuren von Eiern. Okay, aber das sieht, die sind so meh und einfach nicht ästhetische Form. Wieso bleibt man nicht einfach klassisch? So Spaghetti oder welche Form ich total gerne mag, sind die hier. Bro. Das war so klar. Home, sweet home. Und ich habe jetzt den ganzen Kühlschrank für mich und auch das ganze Gefrierfach, also wirklich Platz ohne Ende. Aber was ich jetzt erstmal mache, alles raus und den Kühlschrank putzen. Und dabei snacke ich eine Packung Kiwi Berries. Tada! Super fresh and clean. Smoothie Bowl! Und nein, ich esse nicht nur flüssiges Essen, ich trinke nicht nur flüssiges Essen. Aber heute hatte ich einfach Bock, Nice Cream, Smoothie Bowl, aber heute Abend gibt es eine fette Buddha Bowl, die ich wirklich kauen. Und ich kau das ja auch, deswegen habe ich immer Toppings drauf. Aber heute Abend nichts Gemixtes. Oder soll ich meine Buddha Bowl mixen? Wie versprochen, das wollte ich euch noch zeigen. Hier ist der Hoodie mit den Chakren. Also das, ich finde die echt noch cool. Jetzt, wo es wieder kalt wird, ich finde die, denke ich, auch wieder tragen. Und dann fragen Leute, hey, wo kann man die kaufen? Vielleicht tue ich es auch einfach in meinem Merch-Store. Mal gucken. Aber ich hatte noch so einen anderen mit einer Langhantel davor. Das sah nicht so nice aus, aber für mein erstes Design, ey, Hut ab an mich. Und dann hier, das ist das VS, von dem ich geredet habe. Aber ich kann das grafisch, habe ich nicht mehr gefunden. Aber es sieht auch nicht so cool aus, besonders so schwarz auf schwarz sieht man an. Ah, hier! Hier ist der Affe mit der Langhantel. So, und das sieht halt, das sieht nicht so cool aus. Und da sind auch so ein paar, ich habe hier so ganz viel, also was heißt ganz viel, so ein paar versteckte Botschaften drin. Zum Beispiel, hier ist eine Todessermaske von Harry Potter und hier ist auch die Harry Potter Narbe drin. Und dann ist hier noch irgendwie so ein Gesicht drin. Dann hat er hier sein drittes Auge und dann hier genau Vegan Strengths, also mit Hashtag, das sieht einfach, das sieht nicht so cool aus. Und dann hier das Vegan Strengths kann man halt gar nicht lesen. Genau, ey, die Sonne ist jetzt wieder rausgekommen. Frühlingsgefühle, ist immer so schön, die scheint dann immer rein, denn je mehr Herbst und Winter wird, desto niedriger ist ja die Sonneneinstrahlung, desto mehr scheint sie mal rein, denn im Sommer ist es ja ziemlich weit oben, die Sonne, und dann hat man hier drin nicht so viel Sonne, aber so, ich setze mich jetzt gleich hier hin und arbeite weiter und ich bringe den Vlog jetzt auch schon zum Ende. Ich snack jetzt hier meine erste Kaki diese Saison und die ist so lecker, ey, ihr glaubt's nicht, mit Walnüssen. Oh, wie, ey, das sieht so schön aus. Ich wollte euch erst ein Full Day of Eating machen, aber, oh ja, eine Sache zeige ich euch noch. Ich habe ja vorhin bei Tanja gesagt, so zwei fette Maschinen aufeinander. Schaut euch das mal an. Wie cool wäre es einfach, wenn das fusioniert in einem wäre, wie in Tanjas Wohnung. Ja, ich wollte euch erst ein Full Day of Eating machen, aber dann beschweren sich meine Manager wieder, dass meine Videos zu lang sind. Warte mal, ich habe gar keine Manager, ich bin mein eigener Manager. Egal, sonst wäre das Video zu lang und mein Abendessen, ihr kennt es, einfach eine gesunde Bowl, Vollkorngetreide, irgendwelche Hülsenfrüchte, viel Gemüse, Nüsse, Samen, Hefeflocken, Tomatensauce, alles zusammen, lecker, schmecker, so eine Buddha Bowl, ich nenne es Vegans Bowl. Und das war's. Ich habe noch Sachen gesnackt, die habt ihr nicht gesehen. Früchte, einen ganzen Romana-Salat. Heißt der so? Den hier. Mini-Romana-Salat. Ich bedanke mich so sehr fürs Einschalten. Schaut auch meine englischen Videos, denn da lade ich zurzeit jeden Tag ein neues Video hoch. Ich bin das Wochenende auf der Vegfest in London. Wenn ihr da seid, sagt Hallo. Wenn nicht, schaut meine Vlogs auf meinem englischen Channel. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. Wie schön der Herbst ist, oder? Ich muss ihm das jetzt mal sagen. Herbst, du bist so wunderschön. Dann ignoriere mich halt. Penner. Okay. Peace out.